Ach. Ich kenne ja einiges. Wer hat den Taleskult drin? Sicherlich. Aha. Talos war es, der uns geholfen hat, die Stadt zurückzugewinnen. Das ist so sicher wie der Sonnenaufgang am Morgen. Vielleicht errichten wir sogar einen neuen Tempel und lassen ihn von Heimskar leiten. Das würde ihm bestimmt gefallen. Was wird er... Ja, was denn? Nun, zuerst gilt es, Reparaturen durchzuführen und Wunden zu heilen. Die Leute verlassen sich darauf, dass wir die Stadt wieder auf Vordermann bringen. Sobald die Lage sich etwas beruhigt hat, werde ich versuchen, weitere Stadtwachen anzuheuern und unsere Wasser- und Nahrungsvorräte aufzustocken. Das Kaiserreich könnte versuchen, die Stadt zurückzuerobern. Schlimmstenfalls bekommen wir Besuch von einem Drachen. Ja, wir müssen für beides gewappnet sein. Eure Clans waren welche denn? Achso, die Grauminen, die Kampfgeborenen. Ja, wir waren einmal eng befreundet. Aber das ist schon lange her. Wir waren zwei der ältesten und angesehensten Clans der Stadt. Mit Wurzeln, die bis zu Iskramos Gefährten zurückreichen. Aber dann ist Olfred reich geworden und hat beschlossen, dass er und seine Sippe zu gut für uns einfaches, rückständiges Nordvolk seien. Als die Unruhen losgingen, schlug er sich auf die Seite des Kaiserreichs. Seitdem haben wir nicht mehr viele Worte gewechselt. Mein Jarl, was benötigt hier noch? Mein Jarl, oh Gott, mal diese Treue schwöre. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich denke, ich bin hier schon Tane. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem mindestens ein Haus in meiner Stadt gehört. Check. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Das wäre mir eine Ehre, aber ich hab doch bereits ein Haus hier, Junge. Nun denn, Kommando zurück. Ich bin doch hier schon Fahne, kriege ich jetzt nochmal Lydia oder was? Meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Glückwunsch. Ich gewähre euch einen Huskarl, der eurem Haus vorsteht. Sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Ich ahne, dass das ein Fehler war. Weil ich jetzt hoffentlich hat sich hier Lydia nicht so resettet oder irgendwie so. Das wäre jetzt verdammt doof. Ich muss mich wohl verhört haben. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Ja, ja, das ist der einzige Weg. Den müssen wir jetzt beschreiten. Was ihr da von mir verlangt, ist verrückt. Unmöglich. Ihr wollt, dass ich einen Drachen ins Herz der Stadt hineinlasse, ausgerechnet jetzt, wo ein Krieg vor der Tür steht? Ja. Alduin? Der Weltenfresser selbst? Aber wie können wir gegen ihn kämpfen? Bedeutet seine Rückkehr nicht das nahende Ende der Welt? Na. Ja, ich bin hier Drachenblut, ja, ganz doll, ich bin da, ich kann das. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich habe gehört, die Graubärte hätten euch gerufen. Mir reicht das. Also was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? Ja, das ist die... Ja, Ich will euch helfen, Drachenblut. Und das werde ich auch. Aber zuerst benötige ich eure Hilfe. Was glaubt ihr denn, was die Kaiserlichen tun würden, während dieser Drache damit beschäftigt ist, meine Männer abzuschlachten? Nein, ich kann es nicht riskieren, die Stadt zu schwächen, solange ein feindlicher Angriff droht. Es tut mir leid. Ja, was, wenn ihr euch... Was, jetzt soll ich hier feindliche Angriffe abwehren, oder was? Dann würde ich euch gerne bei eurem verrückten Plan behilflich sein, den Drachen zu fangen. Aber beide Seiten davon zu überzeugen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, ach, dieser Hass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann ich hier nicht allen drohen und alles aufs Maul hauen? Vielleicht. Wie wäre es mit den Graubärten? Sie werden von allen Nord respektiert. Ich weiß nicht, ob das die Graubärte so gut finden. Ist neutrales Gebiet.
Wenn die Graubärte gewillt wären, Friedensverhandlungen auszurichten, dann wären Ulfric und Tullius vielleicht gezwungen zuzuhören. Ich werde mit Arngier über die Aussicht... Okay. Ja, Drachenblut. Vielleicht könnt ihr diesen Drachen ein Ende bereiten. Und diesen Krieg mit dazu. Ich soll jetzt hier aber nicht, aha, und warum frage ich das? Ich glaube nicht, dass er das weiß. Der Legende nach. Obwohl ich nie versucht habe, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Jarl Olaf Einauge war das. Er wurde später Großkönig. Den kenne ich doch. Der Geiste habe ihn mit Hilfe eines Schreis bei einem Duell auf dem Gipfel des Antur unterworfen und ihn dann nach Weißlauf gebracht. Numinex war der Name des Drachen. Der Schädel, der den Hauptsaal ziert, ist seiner. Numinex. Und was sagt mir Name doch? Da war doch was. Meine Männer werden bereit sein, sobald ihr es seid, Drachenblut. Erst müsst ihr ja noch einen Waffenstillstand arrangieren, nicht? Ja. Ich hatte also, Junge, das gesagt. Ja, schön. Na. Hauptsaal? Welcher Schädel? Ach, der Schädel da, Mensch! Badenquest, Björn. Badenquest? Badenquest? Was soll ich denn mit der verdammten Badenquest? Ich weiß, ich soll da irgendwie was... Ach, ja, mit Olaf Einauge, ja, da war was, ja, ja. Da war was mit Olaf Einauge, stimmt, den habe ich da, der hat uns einen tollen Text geschrieben, dass es eine Lüge war, was über den erzählt wird. Da wurde, glaube ich, auch was über Numinex erwähnt. Nanü, nana, nanü, nana, nanü, nana, nanü, nana, nanü, nana. So, jetzt... ja, dann mache ich das jetzt einfach mal mit Hochrutger und beeile mich mal ganz toll. Hätte ich nicht von innen schon reisen können? Ach, verdammt. Ach, das ist so toll, wenn man von einem Gebiet zum nächsten laufen kann. Gibt es hier irgendwas in der Spendentruhe, was ich noch klauen kann? Ein kleines Geweih, naja, gut, habe ich jetzt nicht so ein übermäßiges Interesse daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier, guck mal, wolkenloser Himmel. Funktioniert hier oben nicht so gut, oder? Du siehst komisch aus, Aela, Schatz. Ach, ich wollte ja noch eine neue Rüstung schmieden, fällt mir gerade ein. Drachenknochen hat sie doch noch. Naja, dann mache ich das eben halt später. Nicht jetzt. So. Bowie. Ach, ich wollte das sowieso angeben, mal fragen, wegen, ja, das Zeug von großer, Riedoscher Begabung, wenn man andauernd. Mein Gott, wie habe ich es heute mit dem Wort finden? Also nicht, weil ich finde ja keins. Ach man, was wollte ich sagen? Es spricht nicht gerade von großer linguistischer Begabung, wenn man alle zwei Sekunden sagt, wenn kein Wort einfällt. Ich weiß aber auch nicht, ob es besser ist, einfach zu schweigen. Oh, stimmt, Weizen ist gut, den sollte ich wirklich mitnehmen. Jetzt habe ich den Korb mitgenommen. Na, Weizen ist total wichtig, weil Weizen ist Teil eines Heiltranks. Lavendel, Salz der Leere. Gut, dass die hier so asketisch leben und deswegen absolut kein Problem damit haben, wenn ich ihnen die mühsam gesammelten Kräuter aus der Truhe wegräume. Da kann man echt glücklich drüber sein. Also hier gerade, wenn man hier so Blumentöpfe abreißt, ist es wahrscheinlich mühevoller Kleinstarbeit hier irgendwie innen zum Wachsen gekriegt haben. Das, da freuen die sich immer wieder. Die Aldüne Akatosch-Dichtomie. Okay. Nun gut. Bin ich letztes Mal schon daran gescheitert, Arngier zu finden? Arnemir? Wie heißt der denn richtig? Mysterium über Mysterium. Wozu die Eile? Och, naja, um mich nicht die Zeit durchzuschrecken. Ich meine hier, wie heißt der? Gronkh sagt ja immer, dass er seine Zeit extra streckt, um mehr Geld zu verdienen auf YouTube. Also um Spaß, wenn das andere die Leute vorwerfen. Numinex war der Cousin von Partonax. Ach, kick an. Die Drachen haben direkt Verwandtschaftsbeziehungen? Ist ja der Hammer. Ich ahne, dass ich Arngier nicht finde, ohne, langsam nervt sich ein bisschen das,
Ohne Questzeiger wollte ich sagen. Und springe ich jetzt hier runter? Nein. Aber ich reiß mal kurz hoch zu zum Hals der Welt. Vielleicht hat er ja noch was zu sagen. Olle Partenax. Ja, mittlerweile einiges ins Land gegangen an Ereignissen. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Aber ich wundere mich immer wieder, was manche Leute so wissen. Oh Mann, dass ich hier nicht nochmal zurück in die Zeit springen kann. Und wann anders hin? Hallo, Partenax. Grim, your look. Seid gegrüßt. Okay, gut. War jetzt super informativ, muss ich sagen. Na gut, dann klicke ich halt die Quest an. Wenn es denn sein muss, dann mache ich das auch. Eine unendliche Geschichte? Die unendliche Geschichte? Zack. Und nochmal nach Rotrotka. Helsin, um Arnik hier zu finden. Ach, Quatsch. Ich müsste einfach nur mal die Quest aktivieren und dann auf den Pfeil gucken. Der versteckt sich immer so gute Arngier. Ja, genau, jetzt sitzt er hier. Vorher war er nicht hier. Alduin, wir haben den Drachenfallschrei bis hierher gehört. Habt ihr ihn besiegt? Ja, wer ist denn kommen? Ich muss. Ein Portal nach Sovngarde. Woher weiß ich denn das? Woher. Also, ich wusste ja, dass man ins Skyrim nach Sovngarde kommt. Interessant. Das habe ich befürchtet. Ich dachte mir schon, dass er es war, den wir nach eurem Kampf gen Osten fliegen sahen. Ich brauche Hilfe. Wir sind keine Krieger. Was man einem Drachenblut durchgehen lässt, ist anderen Anhängern des Wegs der Stimme noch lange nicht erlaubt. Aha. Ihr missversteht unsere Autorität. Die Graubärte haben sich noch nie in politische Angelegenheiten eingemischt. Ja, Wignar will mir. Ach so. Ich verstehe. Der Drache führt euch zu Alduin, aber ohne die Hilfe des Jarl. Ja. Patornax hat sich entschieden, euch zu unterstützen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Es scheint, dass sogar die Graubärte sich dem Atem der Veränderung beugen müssen. Alles verändert sich. Sagt Ulfric und General Tullius, dass die Graubärte mit ihnen reden wollen. Wir werden sehen, ob sie sich noch an uns erinnern können. Boah, ach, gerade Ulfric, mein bester Kumpel. Ja, wohin ist Alduin? Laut der alten Sagen kann er nach Sovngarde reisen, um die Seelen der Toten zu verzehren. Wir müssen herausfinden, wie er das macht, bevor er neue Kräfte gesammelt hat und zurückkehrt. Aha. Was ist der Weg der Stimme? Habe ich das nicht schon mal gefragt? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Okay, und seid ihr dazu bereit? Überbringt die Nachricht an die kriegführenden Parteien. Wenn sie zuhören, werde ich tun, was ich kann, um ein Abkommen zu erzielen. Nun gut, dann ist es jetzt wohl an mir, nicht die Konsole aufzumachen, sondern, ja, hoffe ich auch, dass er das macht. Ja, dann ist es wohl jetzt notwendig, jetzt mal ganz dolle, also hier oben vom Berg her sieht die Welt irgendwie immer sehr, Tullius, ja, ich möchte eine Einsamkeit. Ich hoffe, da werde ich nicht gehasst oder so.